We taking it easy, boys. FA Cup. Keine Anspannung. Oxford United ist ein schlagbarer Gegner. Trotzdem sollte man ihn offensichtlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Spiel gegen Hull City, 1 gegen 19, 3-0 gewonnen. Jovetic für mich in Höchstform. Looney auch, allerdings nicht tormäßig, sondern eher verteidigungsmäßig. Gunn ist... Ach, wir haben hart verkauft scheinbar. Hat es nicht auf der Bank, aber er ist auch nicht verletzt. Deswegen glaube ich, wir haben hart verkauft. Jetzt haben wir Gunn im Tor stehen. Ich weiß nicht, wie ich den einschätzen soll oder wie gut der ist. Ich kenne den ja nicht. Ja, mal schauen, wie der sich so im Kasten schlägt. Sinclair hat auch relativ lange nicht mehr gespielt. Der kommt hier direkt zum Zug. Dumbia gut mitgenommen. Das geht verdammt schnell. Dumbia. Erste Chance. Looney. Oh, Keeper gut reagiert. Enge Situation. Da geht's direkt los. Vor allem im schwachen Herz. Sie sollten vielleicht später nochmal einschalten. Hier. Für die Halbzeitpause soll relativ entspannt werden, habe ich gehört. Gut gerettet. Grauenhaft Constable. Constable. Und Gunn. Ja, das mit dem schwachen Herz. Ich dachte, es ja, ist ein lustiger, lockerer Spruch von wegen. Das war scheinbar mein fucking Ernst hier. Okay. Touré, andere Richtung. Direkt nach vorne, zu weit. Ein bisschen kürzer, Looney wäre tatsächlich da gewesen. Ich glaube, das wäre es 1-0. Ja, hätte zum 1-0 geführt. Oder das 1-0 als Resultat gab. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Milner. Ja, mehr Flankenläufe. Gut, mehr Flankenläufe braucht das Land. Nicht, wenn es sowas wird, aber im Prinzip... Ja, im Prinzip schon. Sinclair. Looney. Ja, war zu einfach. Gretsch war gut. Und warum auch immer. Das, ich war nie im Leben als letzter Handball. Nein, war ich natürlich schon. Also mal Spaß machen dürfen, Freunde, hier. Bitte. Am Ball vorbeigesprungen. Das hatte ein bisschen was von Kung Fu. Nur finde ich von der Präzision her. Beim Prinzip, ja. Bitte. Was soll das? Schnell ausgeführt oder nicht? Falsche Position ist jetzt nicht direkt nicht gefährlich, aber nach Flanke, ja. Mal gucken, Davis. Das war die Mauer. Das ist noch gefährlich, aber das ist abseits. Und Oxford entpuppt sich als, ja, mehr Gegner, als man vielleicht erstmal dachte. Der letzte Gegner, der so dagegen gehalten hat, war Arsenal London. Ja. Wir wissen, wie das Spiel ausging. Reminder, 2-1 verloren. Aber das muss ja nichts heißen. Also Arsenal natürlich mit deutlich mehr Qualität als Oxford. Ohne wirklich einen Lucky Punch sehe ich hier keine Chance. Ohne, ja, Glückstor würden es manche nennen. Dumbia. Wollte direkt schießen, ihm rutscht der Ball weg. Dann ist es aus der Drehung zu weit und ja, das ist alles irgendwie scheiße. Nein, nein, genau, warum auch sicher? Nein, Quatsch. Gegenspieler war 20 Meter weg, das war unsicher. Bitte was? Ja, das kann auch keiner erklären am Ende des Tages, was das sollte. Diese komische Aktion hier vorne. Ratchet sitzt nicht. Ja, da war man schon mal sicherer. Rodwell jetzt. Aber gut. Abseits. Also Looney wäre im Abseits gewesen, aber Ball kommt ja sowieso gar nicht zu ihm. Ist also egal. Rikik. Rikik. Und da steht irgendwer wieder mal im Weg. Souverän abgearbeitet hat da nicht mehr. Also der Begriff ist da dann doch etwas fehl am Platz. Finde ich. Aber naja. Wer bin ich schon? Nur ein Hater. Richtig. Zu weit. Der Regen tut seine. Ja, leistet seinen Beitrag, so möchte man sagen. Und lässt diesen Ball ins Ausspringen. Aber auch jetzt. Immer aufpassen. Steilpässe sind nicht wirklich durchdacht heute. Das ist eins der Probleme, die ich sehe. Jetzt vielleicht mal eine Flanke. Da geht was. Dumbia. Sinclair. Okay! Das war eine Flanke tatsächlich. Aber eine sehr gut gezielte scheinbar. Ich glaube, der Ball wäre aber übers Tor. Oder zumindest mal an die Latte, aber nicht mehr. Okay, Jovetic, ja, das ist auch so eine Sache, wo ich fragen muss, ja, was ist das denn? Jovetic für mich in Höchstform sitzt auf der Bank. Was? Kann mir auch keiner erklären.
am Ende des Tages. Und er hätte Dumbia durchaus mal mitdenken können. Kreide ich ihn jetzt auch an, Ricky. Dumbia, Wright macht das gut. Er möchte fast sagen, Wright macht das richtig. Weiterhin keine echte Gefahr. Also Oxford, muss ich schon mal sagen, erstens Respekt und zweitens Man City, was geht denn bei euch gerade falsch? Relativ viel, meiner Meinung nach. Lodi! Ah, knapp. Aber das hat man schon gehört, die Fans sind heiß. Die sind gespannt und wenn er das Tor fällt, dann werden alle Hüllen fallen. So viel Nackter auf einem Haufen hat man noch nie gesehen. Alle ihre Trikots und Klamotten ausziehen. Und sich aufeinander werfen. Ich weiß auch nicht, was ich da rede. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Touré. Touré. Ja, warum nicht mal? Und die zweite Chance. Ach, gut gehalten. So, letzte Chance vor der Halbzeit. Sollte Milner und seine Ecke gebühren. Touré viel zu weit hinter. Loni. Loni und Touré. Dumbia! Das gibt es doch nicht. Das war, ja, das war das 1-0. Dumbia hatte das 1-0 auf dem Schlappen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe aus Versehen den Lupe erwischt. Weil mein linker Zeigefinger immer zwischen LB und LT liegt. Einfach weil er muss halt irgendwo liegen. Das ist meine gute Position. Und aus Versehen habe ich wahrscheinlich LB getroffen. Ist ärgerlich. 1-0 verschenkt. Immer noch 45 Minuten plus eventuell Verlängerung. Elfmeterschießen. Zeit, um die ganze Sache hier gerade zu biegen. Sinclair. Gut gepasst. Sinclair! Wahnsinn! Er braucht eine Aktion und dann zeigt er erstmal, was er kann. Natürlich auch super von Kolarov mitgespielt. One Touch über zwei Stationen. Und dann heißt es auch schon, völlig zu Recht natürlich auch, 1-0. Also man sieht, hat sich das über lange Strecken verdient. Teilweise etwas unkonzentriert. Unterm Strich geht das für mich in Ordnung. Loni kann direkt nachlegen. Loni kann direkt nachlegen. Trifft nur die Latte. Constable. Constable. Na, Loni muss er erstmal bekommen. Tut er. Dumbia. Na, ein bisschen harmlos. Durch Regen wird so ein Ball trotzdem gefährlich. Den muss der Keeper zur Ecke klären. Jovetic kommt rein. Jetzt kann er. Time to shine, sagt man so schön. Aber erstmal ist Loni da. Köpft drüber. Seine Kopfballstatistik relativ schlecht. Die letzten Spiele, muss man sagen. Gut, das weiß Ecke, aber er hat schon mal deutlich bessere Phasen gehabt. Wenn es um Kopfbälle und Tore vor allem nach Ecken ging. Ja, ein bisschen enttäuschend, finde ich persönlich auch. Mal schauen, ob am Ende Jovetic und Dybala wieder stürmen. Ein Team, was für mich persönlich überhaupt nicht zusammengeht. Vielleicht einfach als ungewohntes einfach, das kann sein, aber weiß nicht. Das ist ein komisches Team. Doch hat Loni ja noch ein bisschen Zeit und da ist er! Der Keeper fischt aber auch wirklich Zeug raus heute, das ist Wahnsinn. Beim Gegentor konnte er nichts machen, ansonsten hat der quasi alles gehalten, was geht. Alles gehalten, was nicht geht! Und kaum sage ich's! Und es ist da, 2-0. Kaum spreche ich von Lonis schlechter Ausbeute nach Kopfbällen, nach Ecken. Und dann haut er erstmal einen unhaltbaren rein. Der Keeper hat zweimal geschlagen. Es hätte nicht weniger sein können. Also, die beiden Dinger waren quasi nicht haltbar. Nee. Ah, nee. Bisschen zu kurz gewartet, tatsächlich. Oder Rodwell war zu langsam, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides am Ende. Stargaz, Foul, Freistoß. Vorteil. Läuft weiter, okay. Jetzt mit Potter über die Außen. Das 2-1 würde ihm noch ein bisschen Hoffnung geben. Und würde es und tut es. Keeper ist da. Muss ich auch mal gegenseitig über den Haufen laufen dürfen, klar. Das Recht spreche ich niemandem ab. Und dann auch noch den Ball verlieren. Spielen wir Kreisklasse oder was? Touré. Ja. Ich kann auch nicht erklären, was mein Hirn da dachte. Das will ich aber auch gar nicht. Das
nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, was zum Fick war das und dann weiterzuspielen. Und gleich meine Nase zu kratzen, wenn es einmal wieder Einwurf oder irgendwas gibt, dann ist juckt. Verdammt stark. Danke sehr. Sinclair hat sich auf Außen angeboten, dann geben wir ihm diese Chance. Jovetic! War kein Selbstverständlicher. Nase für Sinclair. Rekik hat sie mal versucht. Ich weiß nicht, ob das ein Neuzugang ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann er gleich mal gucken. Wow. Was ich dazu sagen soll, weiß ich auch persönlich nicht. Gebe ich ehrlich zu, ich habe keine Ahnung. Fällt den hier für Rodwell. Also Loni und Jovetic bleiben das Sturmduo für die letzten 20 Minuten. Ich bin gespannt, ob dieser Kombination, die ja, ja die letzten Spiele mehr als erfolgreich war. Nämlich sehr und super erfolgreich. Nasri, ja, kann sich die Außen mal erlaufen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil er am Ende auch ein bisschen Pech hat. Touré, so schnell kann er nicht reagieren, unmöglich. Jetzt ist 3-0 noch drauf. Im Prinzip ist es egal. Man City ist weiter. FA Cup. Achtelfinale ist es dann, glaube ich, schon. Und also mir soll es recht sein. Ja, klar. Ob es 2-1, 2-0, 3-0 ausgeht, ist mir alles egal. Hauptsache, hier geht noch was. Nasri. Nicht scharf genug. Selbst wenn der Ball durchkommt, Milner wäre auch dran vorbeigelaufen, soweit ich das gesehen habe. Hui! Hätte fast aus 3-0 gemacht, Nasri, die alte Sau. Alles gut. Also die letzten 10 Minuten sind meiner Meinung nach nochmal zum Genießen, zum Ausspannen, zum Entspannen, zum Spannung. Spannung gibt es hier schon lange nicht mehr. Spannung höchstens noch, ob es 3-0 oder 2-1 oder ob überhaupt noch ein Tor fällt. Ansonsten diese Partie seit dem 2-0. Für mich durch. Oxford hat sich einfach nicht als ein ebenbürtiger Gegner präsentiert. Von wegen. Das war verdammt schnell. Wow. Hätte hart ihn gehalten? Ich glaube nicht. Wenn es 2, dann muss ich sauer werden. Wenn es 2-1 fällt. Will ich nicht. Das will auch keiner. Nasri, ein Pass! Wie aus dem Bilderbuch! Geht da noch was? Touré! Touré! Junge, was machst du da? Loni ist noch drin. Ich wollte gerade schauen. Weil ich beim Anschluss war, es hat mich kurz verwirrt, aber das ist in Ordnung, meine Freunde. Für mich ist das Spiel jetzt nicht spannender geworden dadurch, sondern es ärgert mich nur mehr, dass ich ein Tor kassiert habe, aber wirklich Spannung sehe ich hier nicht drin. Nenn mich arrogant, aber ja, mach doch. Ne? Lucky Punch. Ja, der Lucky Punch kommt zu spät. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Wenn das 0-1 hier für Oxford fällt, sage ich, okay, dann kann hier was gehen, aber so, nein. Der Pass kommt nicht an. Und das gibt nochmal den Freistoß. Wegen Bullshit. Komm, pfeif ab, Freunde, das Ding ist durch. Ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses Spiel. 2-1 hat es mir versalzen. Nächste Runde, das ist das, was zählt. Da gehe ich d'accord mit, wenn man so schön sagt. So von Sinclair nochmal, ne? Super durch und One Touch. Toll gesehen, Loni 2-0, kann man sich auch nochmal anschauen. Weil, ja, normal Kopf bei einer Ecke, trotzdem gut. Das ist nochmal wichtig, mal wieder so einzumachen. Habe ich kein Problem mit. Offensichtlich. Ah, nee, komm, hier. Vorspulen, ich brauche den letzten Tag nicht. Können wir gleich mal in den Kader gucken. Also erstmal aufs Achtelfinale. Das eigentlich schon hätte ausgelost sein müssen. Okay. Gibt es schon das nächste FA Cup Spiel? Nee. Okay, es wird noch ausgelost. Kein Problem. Ja, ja. Nationalspieler. Pff, mir leider scheißegal. Wie gut ist denn der Gesicht? Stats 56, bitte was? Alter, wir sind gefickt im Tor. Rekik, aber ich sehe nirgends.
Wo der, ab wann, seit wann er hier ist, ne? Ne, sehe ich nicht. Stasic, okay, Kolorov, Milner. Dumbia 82, ich meine, hätte ich nicht so stark, aber ne, ist gut. Hivula, naja, der ist halt noch jung, ne? Siehst du auch, Nasri, Kompanie. Das gibt. Lol, ich glaube, der ist auch nicht neu. Der ist nicht neu, ne. Ist einfach dritte Torwart halt. Jovetic, ne? Fandino, schlechte Form, bitte, bitte, bitte. Sinan, das ist auch irgendwie. Ja, das können alles keine Neuzugänge sein. Aber wenn schon, was kauft ihr für Leute? Bitte. Richards, naja, der ist noch halbwegs annehmbar. David Silva? Ich weiß nicht genau, warum er Punkt verloren hat, aber naja. Wir haben Martin Di Michelis. Das glaubst du ja nicht. Das ist ja oldschool. Und Richard Wright. Also wir haben drei Torhüter, aber sind alle scheiße. Das kann wirklich interessant werden. Für den Rest der Premier League, aber auch für die Pokale. Ich bleib gespannt. Ihr hoffentlich auch. Dann das nächste Mal Top-Duell Manchester United gegen Manchester City.